Natalia Lebedeva. Sie schaut schon wieder so aus, wie ein kleines Häuflein Elend, als ob sie wüsste, dass es hier wiederum nicht klappen kann. Rhapsody in Blue. Hoffentlich bleibt es diese Farbe und hoffentlich wird daraus nicht wieder eine Rhapsody in Black. Doppelachse. Das muss doch jetzt Selbstvertrauen geben, oder? Warten wir es ab. Doppelrittberger. Den kann sie dreifach. Jawohl! Eine schöne Kombination mit Dreifach-Tulup und Doppelsalcho. Sie präsentiert sich hier jetzt schon wesentlich stärker als in Leningrad. Dreifach Salcho, etwas überdreht. Aber immerhin, der Gesamteindruck ist wesentlich besser bislang. Ja. Das freut mich sehr. Sie ist so bescheiden, so nett, so zurückhaltend, aber leider auch, wenn sie angreifen muss und gewinnen will. Jawohl. Sehr schön. Ich glaube, sie kann durchaus mit einer Medaille noch rechnen. Sie führt ja bislang den Wettbewerb. Jawohl. Na, schade. Schafft sie es denn nicht einmal ohne Sturz? Woran lag es denn? Ja, sie hat etwas zu spät eingehakt beim dreifachen Tulip und daher kam der Körper ein bisschen in die Rückenlage. Der Doppelachse. Ein Doppelsalz, Entschuldigung. Und nochmal ein Doppelflip. Wäre Natalia Lebedeva, liebe Zuschauer, so bei den Europameisterschaften in Leningrad gelaufen, dann hätten wir eine souveräne Europameisterin gehabt. Trotz Sturz eine gute Leistung, auch wenn Wladimir Kowaljow, der zweimalige Weltmeister aus den Jahren 77 und 79, mit dieser Kür auch nicht ganz zufrieden ist. Ich glaube, das ist ein viel schönerer Abschied vom internationalen Meisterschaftspaket als in Leningrad. Ich glaube nicht, dass wir sie im nächsten Jahr nochmal nach Abschaffung der Pflicht erleben werden. Natalia Lebedeva aus Leningrad, 25 Jahre jung, ein so nettes Mädchen, das auch künstlerisch uns oft mit schönen Kühren
beglückt hat, aber die liegen nun schon 2-3 Jahre zurück. Die Zeitlupe, Karin, zeigt nochmal ihr künstlerisches Können. Ja. Vor allen Dingen, sie kann ja springen. Jetzt fehlte nur noch ein dritter Dreifachsprung, also ein anderer Dreifachsprung, wie Rittberger oder Flip zum Beispiel. Ja, den Rittberger kann sie, aber die Wertung ist zufriedenstellend. Eine klare Mehrheit bei den Preisrichtern, die bei 5-5 liegt. Heinz Müllenbacher aus der Bundesrepublik Deutschland ist da besonders großzügig. Aber damit steht auch fest, dass Natalia Lebedeva vor Petrusha Neske von der Düsseldorfer EG bleibt. Ich hoffe, dass die Regie uns gleich die Kür nach diesem Wettbewerb nochmal einspielt. Sie ist bislang Vierte, das heißt, der Medaillentraum hat sich nicht verwirklicht, obwohl noch einmal 5,7 aus Finnland und aus der Bundesrepublik Deutschland kommen, aber die 5,0 aus Großbritannien, da meine Güte, was wertet denn da die britische Preisrichter eigentlich? Die letzte Läuferin macht sich inzwischen schon bereit und das ist Holly Cook, die dritte der amerikanischen Meisterschaften aus Salt Lake City. Sie hat noch eine Medaillenchance. Sie liegt ja bislang auf Platz 2. Ganz knapp hinter Natalia Lebedeva. 0,2 Punkte trennen die beiden voneinander.